Hallo, heute sprechen wir über die Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung NTG 2017-2, dem Herbst also, für die Industriemeister Metall. Aufgabe 7 ist heute unser Thema und da habe ich also die Aufgabe insofern schon mal vorbereitet, als dass Zahlen zur Auswertung vorgegeben worden sind und diese Zahlen sehen dann zunächst mal so jetzt aus. Das sollen sie sein. Und mit diesen Zahlen geht die Aufgabenstellung einher, dass wir dieses Zahlenmaterial auswerten sollen. Dazu gibt es immer einen schönen Text, der dann vielleicht so lauten könnte, dass Bauteile mit einer Schutzschicht versehen worden sind. Wir geben oder nehmen weiter zur Kenntnis, dass diese Schutzschichten ein toleriertes Maß haben von 35 μm plus minus 7 μm. Und darüber freuen wir uns natürlich, dass das zusätzlich angegeben ist. Aber die Fragestellung heißt im Prinzip: A, stelle die Daten in einem Blockdiagramm dar. Die Daten heißt also relative Häufigkeit. Relative Häufigkeit.